Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenge Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch unserer Feuerwache zum Aufklappen und Spielen von Lucie Brunelière vorstellen. 2015 bei Belz und Gilberg erschienen und kostet 7,95 €. Sie werden sich und es ist für Kinder ab 3 Jahre. Und Sie werden sich jetzt denken, hä, wieso denn das? Pappbilderbuch und Kinder für ab 3 Jahre, wie geht denn das? Wir schauen mal hinein und dann werden Sie das Geheimnis von diesem Buch entdecken. Um was handelt es sich? Es ist so eine Mischung aus einem Bildwörterbuch und einem Spielebuch. Also Sie sehen hier, es geht um das Thema Feuerwehr, Gegenstände, die man bei so einer Feuerwehr findet, speziell hier bei der Zentrale. Und das gibt es nochmal für Werkstatt, für die Pause, für den Einsatz. So, und nun, Überraschung, klappt man nämlich diese Bilder herunter, diese Seiten, dann entsteht ein Diorama. Und die Kinder können jetzt nicht nur die Gegenstände hier entdecken, die sie vorher auf den Seiten gesehen haben, sondern sie können auch gleich hier spielen mit, was weiß ich, Lego-Figuren oder Playmobil-Figuren oder selbstgebastelten Figuren. Und das kann man noch näher aufbauen, wenn man nämlich die anderen Seiten auch noch runterklappt. Und da entsteht sozusagen so eine Dreidimensionalität. Also das ist kein Bilderbuch mit Text und irgendwie Erklärung oder so, sondern eigentlich mehr so ein Spielebuch mit Bildwörterbuchanteil. Und das ist eigentlich eine große Überraschung und kenne ich so noch nicht. Und wirklich eine schöne Idee. Und deswegen, weil es jetzt hier ein bisschen eben anders gemacht ist und man eben hinter diesen Trick kommen muss, ist es für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Und das lädt sie ein, zu beobachten, zu entdecken und in dem Spiel dann ihre Kreativität zu entfalten. Das Ganze ist auch ganz stabil, also das ist eine dicke Pappe und ich klappe das nochmal zusammen, dass wir nochmal uns den Buchrücken angucken können. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit einer Hand. Ja, ich habe das geschafft. Jetzt hatten wir es. Und wir erkennen, dass dieser Buchrücken extra verstärkt ist. Nochmal hier. Also der Verlag legt wirklich Wert darauf, dass es ein stabiles Buch ist, dass es nicht gleich auseinanderfällt. Natürlich gehen jetzt Kinder mit beim Spiel nicht so sanft mit den Gegenständen um. Natürlich kann es dann nach einer Weile passieren, dass das Buch Beschädigungen hat, aber insgesamt macht es wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Ich finde die Idee genial. Das Buch ist Teil, naja, einer Reihe, ist falsch, einer Serie. Da gibt es eben noch andere Themen von den gleichen Autoren, zum Beispiel zum Zoo, wo die Kinder nach dem ähnlichen System den Zoo entdecken können. Und ich finde das einfach mal eine ganz schöne Sache. Deswegen 5 von 5 Sternen. Wie immer, in der Infobox verlinke ich auf die ausführliche Rezension im Blog und Sie finden noch mehr Informationen zum Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Feuerwache von Lucie Brunière oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaut haben und mir zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig.